Hallo. 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 Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Kigo zu Hause zum 16. Mai bei uns und bei euch zu Hause. Leider ist das Wetter so schlecht, dass wir nicht auf die Wiese beim Martin-Rinkert-Haus gehen können, um uns dort zu treffen. Wir wollen heute wieder beginnen mit unserem Gebet für Indien. Gott, wir denken an die Menschen in Kerala und in ganz Indien. Wir denken an die Kinder in den Hostels und an die Kinder und Mitarbeiter im Kindergottesdienst von Karimtaruvi. Wir bitten dich, sei du bei ihnen in dieser schweren Zeit, in der Indien ganz stark vom Coronavirus getroffen worden ist. Gib ihnen Kraft und gib ihnen eine kräftige Gesundheit, dass sie nicht krank werden. Amen. An. Wir feiern unseren Kindergottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird's nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Und wir singen unser Anfangslied, Kommt alle her. Mit. Kommt alle her, die Musik.
Ja, wir haben ja jetzt schon zwei Geschichten von dem Propheten Elia aus dem Alten Testament gehört. Und ich will noch mal kurz wiederholen, was davor kam, weil wir jetzt letzte Woche keinen Kindergottesdienst hatten. Bei der ersten Geschichte ging es darum, dass die Menschen in Israel angefangen hatten, zu einem anderen Gott zu beten. Nicht zu ihrem Gott Israels, sondern zu dem Gott Baal. Das hatte die Königin Isabel so eingeführt. Und das hat sich dann so ausgebreitet im Volk. Und deshalb hatte Gott den Elia zum König und zur Königin geschickt, um ihnen zu sagen, dass jetzt kein Regen mehr fallen wird. Und so war es dann auch tatsächlich. Und darum geht es dann in der zweiten Geschichte. Es ist lange Zeit kein Regen gefallen. Und dann ist Elia wieder zu König und Königin gegangen und hat ihnen was vorgeschlagen. Und zwar so eine Art Vergleich zwischen den Baalspriestern und dem Gott Israels. Vergleich, das hat dann so funktioniert, es sollte ein Tier geopfert werden, das angezündet werden musste. Und zuerst haben die 400 Baalspriester zu Baal gebetet, dass er Feuer schickt, um dieses Tier anzuzünden. Da ist aber nichts passiert. Und dann hat Elia zu Gott gebetet, dass Gott das Feuer schickt. Und tatsächlich ist dann auch Feuer geschickt worden und das Opfer hat also funktioniert. Und dann hat es auch wieder geregnet im Land. Der Elia musste dann allerdings abhauen, weil es zu gefährlich wurde für ihn. Und hier geht es jetzt weiter mit der Geschichte für heute. Gewonnen, jauchzt es in Elia, als er sich zum Schlafen hinlegt. Gott, du hast es ihnen gezeigt. Du hast gezeigt, dass du der wahre Gott bist und ich dein Prophet. Er hört noch die Schreie auf dem Berg Karmel. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia ist hundemüde, aber so glücklich wie heute war er noch nie. Wir haben es geschafft. Allerdings, er hat keine Ahnung, was in Samaria im Palast los ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Königin tobt. Was höre ich, Ahab, schreit sie. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das haben die Leute auf dem Berg Karmel gerufen. Isabel hält sich die Ohren zu. Nur weil da plötzlich ein bisschen Feuer vom Himmel gekommen ist. Die Königin ist außer sich vor Wut. Ich bringe den Katastrophenpropheten um. Elia muss sterben. Aber der schläft seelenruhig. Auch am nächsten Morgen fühlt er sich gut. Doch dann kommt die Nacht. Auf einmal lautes Klopfen an der Tür. Eine Stimme ruft, aufmachen. Und da steht der Mann auch schon im Haus. Ich komme von der Königin, sagt er. Du bist Elia, aber ich bin Isabel, lässt sie dir ausrichten. Morgen werde ich dich umbringen, bei Baal. Und schon ist der Todesbote wieder in der Nacht verschwunden. Da macht sich Elia auf den Weg, bloß weg von hier. Er läuft um sein Leben, er läuft bis zur Wüste und er läuft weiter in die Wüste hinein. Manchmal macht er eine kurze Pause und dann geht er wieder los. Aber das Laufen fällt ihm immer schwerer. So sitzt er am Ende unter einem Wacholderbusch. Gott, lass mich sterben. Ich kann nicht mehr.
Ich will nicht mehr. Was wollte ich alles für dich tun? Aber ich habe es nicht geschafft, all das. Nee, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ja. Ich fange nochmal an. Ja, anfangen bei, was wollte ich alles für dich tun? Das kannst du hier weitermachen. Ja, was wollte ich alles für dich tun? Aber ich habe nicht mehr geschafft als alle anderen vor mir. Ich habe verloren. Lass mich sterben. Elia ist lebensmüde. Er schläft ein. Am liebsten möchte er gar nicht mehr aufwachen. Doch dann ist da jemand, der ihm irgendwann einen leichten Stups gibt. Hey, ist das ein Hirte? Es ist ein Bote von Gott. Der weckt ihn auf und sagt: Steh auf und iss etwas. Essen? Elia schaut sich um. Da liegt neben ihm ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser steht auch da. Essen, trinken. Ja, Elia isst und trinkt, ganz langsam. Dann schläft er wieder ein. Er ist todmüde und der Gottesbote lässt ihn schlafen. Dann berührt er ihn wieder an der Schulter. Diesmal ein bisschen kräftiger, stelle ich mir vor. Elia, steh auf, iss und trink. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia tut es. Er isst das Brot, trinkt das Wasser. Und dann macht er sich auf den Weg. Er spürt neue Kraft in sich. Jetzt kann er wieder laufen. An diesem Tag und jedem neuen Tag, Gott sei Dank, immer tiefer geht es in die Wüste hinein. So kommt er schließlich zum Gottesberg Horeb, der auch Sinai genannt wird. Dort findet er eine Höhle. Das ist gut für die Nacht. Darin kann er sich ausruhen. Und dann kommt der Morgen. Als er wach wird, hört er Gottes Stimme. Elia, was machst du eigentlich hier? Da bricht die Klage aus ihm heraus. Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe für dich gearbeitet, aber alles war umsonst. Ich habe verloren. Dein Volk hat dich verlassen. Sie wollen nichts von dir wissen. Ich bin als Einziger übrig geblieben und jetzt wollen sie mich umbringen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So klagt Elia und verkriecht sich tiefer in seine Höhle. Aber Gott sagt zu ihm: Elia, steh doch auf. Steh auf und geh zum Eingang der Höhle. Dort bleib stehen. Ich will kommen. Da steht Elia also auf und geht zum Eingang der Höhle. Und dann geschieht es. Ein gewaltiger Sturm bricht los. Der Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um nicht zu stürzen. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben. Und dann ist da ein riesiges Feuer, eine prasselnde Feuerglut. Elia schlägt die Hände vors Gesicht. Aber Gott ist nicht in diesem Feuer. Dann ist auf einmal Ruhe. Ganz still ist es. Eine himmlische Stille. Elia atmet auf. Tut das gut. Nichts Lautes ist mehr zu hören. Nur ganz leise ist da etwas. So wie ein leichter Lufthauch. Wie eine ganz, ganz sanfte Stimme. So wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und traut sich aus der Höhle hinaus. Da hört er wieder Gottes freundliche Stimme. Elia, was machst du hier? Und wisst ihr, was Elia antwortet? Ich fürchte, das kennt ihr schon. Er klagt: Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe für dich gearbeitet, aber alles war umsonst. Ich habe verloren.
Dein Volk hat dich verlassen. Sie wollen nichts von dir wissen. Ich bin als Einziger übrig geblieben. Und jetzt wollen sie mich umbringen. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. So klagt Elia. Ja, wieder genau das Gleiche. O je. Guter Gott, was sagst du dazu? Gott sagt: Elia, mach dich auf den Weg. Geh wieder zurück. Verlass die Wüste und geh zu den Menschen. Geh zurück zu deinem Volk. Geh wieder an deine Arbeit. Erzähl von mir und tu, was ich dir dann sage. Ich brauche dich. Gott sagt das ganz leise. Aber Elia hört es. Er kann es kaum glauben. Aber er macht sich auf den Weg. Ja, das war die neue Geschichte von Elia. Es gibt eigentlich zwei Teile in der Geschichte. Beim ersten Teil ist Elia in der Wüste unter dem Wacholderbusch und er hat gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, dass ihr manchmal gar keine Lust habt, euch einfach nur vielleicht hinlegen wollt oder irgendwo verkriechen wollt, ins Bett legen oder so. Ja. Und so geht es dem Elia. Und dann kommt ein Engel und macht ihm wieder Mut, bringt ihm was zu essen, lässt ihn dann nochmal schlafen und gibt ihm dann nochmal was zu essen. Und dann macht sich Elia auf, jetzt hat er wieder Kraft gewonnen und wieder etwas Zuversicht und geht weiter bis zu der Höhle. Und in der Höhle spricht dann Gott zu ihm. Und dann fasst er auch den Mut, aus der Höhle rauszugehen und da Gott zu begegnen. Und Gott begegnet ihm aber nicht im Feuer oder in dem Erdbeben, sondern Gott begegnet ihm in der Stille. Das finde ich ein schönes Bild dafür, wie wir Gott begegnen können, wenn wir mal eine Zeit lang still sind und vielleicht nur auf uns selber hören und uns so ein bisschen ausrichten, auf Gott hin, an Gott denken, dann können wir Gott auch begegnen. Und so ist es dem Elia gegangen. Er war aber immer noch ein bisschen unzufrieden, aber Gott hat ihm dann einfach einen neuen Auftrag gegeben, wieder zu den Menschen zu gehen und sozusagen seine Arbeit zu machen, den Menschen von ihm, von Gott zu erzählen. Und das hat Elia dann auch getan. Ja, also die Geschichte für heute. Und weil es in der Geschichte darum geht, dass man von dieser Traurigkeit, von so einer Mutlosigkeit wieder zu mehr Energie, zu Freude kommt, wollen wir ein Lied singen, das könnt ihr zu Hause auch mitsingen. Du verwandelst meine Trauer in Freude. Wir haben das früher auch schon mal gesungen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich würde das Lied jetzt einfach ein paar Mal singen und vielleicht so beim zweiten oder spätestens beim dritten Mal kannst du zu Hause dann vielleicht auch mitsingen. Du verwandelst meine Trauer in Freude, du verwandelst meine Ängste in Mut.
Wir wollen dann zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und zum allerletzten Schluss singen wir noch unser Segenslied. Komm, Herr, segne uns. Wir bitten um Gottes Segen. Es segne und behüte uns. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, wir sind am Ende angelangt. Nächsten Sonntag, am 23. Mai, ist dann Pfingsten, ein besonderes christliches Fest. Man kann sagen, der Geburtstag der Kirche wird gefeiert. Und wir hoffen, dass dann wirklich schönes Geburtstagswetter ist, schönes Wetter ist und wir uns dann wirklich wieder auf der Wiese beim Martin Ringerthaus sehen können. Die neue Uhrzeit ist ja jetzt dann 11.30 Uhr. Also hoffentlich am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr beim Martin Ringerthaus. Wir vom KIGO-Team, die heute da sind, wir sagen dann Tschüss und einen schönen Sonntag. Tschüss. 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 Tschüss.